Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren. Es geht weiter in World of Goo. Der Informations-Superhighway ruft und wir sind im Bulletin Board System. Okay. Okay. Was sagt denn mein Schilderschreiber? Dieser Platz fällt aus, also dieses hier fällt auseinander. Aber der Informations-Superhighway ist nicht nur grün, weißt du? Es war mal schön. Die Videotreiber brauchen wahrscheinlich ein Upgrade. Ich glaube, wir werden so um Level 3 herum die Grafik ein bisschen verbessern können. Der virtuelle Schildermaler. So. Okay. Ich muss jetzt also aufpassen, dass ich die möglichst zielgenau die Informationen dahin schieße, wo sie hin müssen. Hat ja schon so ein bisschen. Wow! Charme von den alten Trons oder so. Wieso machen die denn da so einen Bogen? Was soll das denn? So. Alle bitte da runter. Los geht's. Zack. Ups. Wir gehen ganz daneben. Ach, diese wehenden Daten sind, ist ein Wind. Ein Datenwind quasi. So. Jetzt bin ich hier. Hier habe ich so zwei Klötze. Ich denke mal, ich sollte diese zwei Klötze nutzen, um mir hier so eine Plattform zu bauen, von der aus ich dann meine Informationen wieder hochschießen kann. Nicht angekommen. Heidenei, das wird kein schönes Level, fürchte ich. Also zumindest fürchte ich, dass ich das irgendwie nochmal spielen muss. Weil dieweil ich nicht genug Goos rüberkriege. So, und du auch. Ein bisschen Versatz hier. Autsch. Na gut. So. Ich behaupte jetzt mal, wie viel muss ich eigentlich? 4 muss ich. Das kann ja spaßig werden. Ich hier einfach so rüberballern. Kann ich. Zack. Zack. Und zack. Und zack. Zwei haben wir noch. Eins. Und zwei. Das war ja schon wieder ganz schön knapp. Egal. So, aus den Dingsies bauen wir jetzt hier die. Baue ich jetzt hier die. So und so. Blüb, blüb, blüb. So. Ha, ich habe sogar 6 behalten. Das ist jetzt keine Glanzleistung, aber immerhin Level abgeschlossen. Und wenn ich den Schildermaler richtig verstanden habe, kommt er im nächsten Level dann auch eine etwas hübschere Grafik. So, das war das Bulletin Board System. Das nächste Mal geht es um den Grapevine Virus, Dingens. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da oder ein +1.
unten gerne auch mal einen Kommentar über, wie es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, wenn es euch nicht gefällt, natürlich darüber, warum es euch nicht gefällt. Und dann hoffe ich, sehe ich euch wieder zum Grapevine Virus in der nächsten Folge. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss.